Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mit diesem Papier, was ich gestaltet habe durch eine Drucktechnik. Ah ja, da sieht man, dass es Gold ist. Aus diesem Papier, da kann man auch einfach ein Designpapier nehmen, wenn man so ein schönes Hintergrunddesignpapier hat. Daraus machen wir heute eine Schüttelkarte und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also, los geht's. So. Die Papiere, die ich heute benutze, sind ein Standardumschlag und eine Standardklappkarte. Die misst 21 x 14,9, gefalzt bei 10,5. Dann habe ich hier mein Papier, das ich verwenden möchte. Das ist in der gleichen Größe wie meine Klappkarte. Ich habe mir einen Rahmen geschnitten. Auch in der gleichen Größe wie meine Klappkarte und dann mit dem Schneidebrett einen Innenausschnitt gemacht. Die Breite meines Rahmens sind 1,5 cm. So sieht es besser aus. Dann braucht man noch eine Art Fensterfolie. Die habe ich etwas kleiner geschnitten als meine Grundkarte. Einfach damit ich es einfacher auf meinen Rahmen kleben kann. Und damit fangen wir auch an. Ich mache Abrollklebeband hier auf meinen Rahmen drauf, um die Fensterfolie drauf zu kleben. Ich arbeite immer ganz gerne mit Abrollklebeband, es geht schnell und das hält die Folie gut. So, ich gucke jetzt nur, dass sie nirgendwo an den Rändern übersteht. Bisschen näher, so. Schaue nur, dass sie nirgendwo übersteht, dass sie gleichmäßig dann auf meinem Rahmen klebt. So, dann sieht das Ganze so aus. Auf den Rahmen bringe ich jetzt doppelseitiges Klebeband als Schaumklebeband an. Das hat so eine Höhe von, was ist eigentlich da drin? Moment. Gucken. Nicht wirklich. Aber ich würde sagen, sowas wie 2 mm Höhe. Ich zeige euch mal, wie hoch das ist. Also hier unten ist die Klebeseite und hier oben ist die Trägerfolie. Das heißt, eigentlich würde ich das so aufkleben. Na, so. Und es hat ungefähr eine 2 mm Höhe, also das hat viel Platz, um wirklich auch Schüttelelemente reinzumachen. Ich nehme mir davon jetzt einfach mal etwas ab. Ich habe hier tatsächlich Ecken dran, die kann ich jetzt sehr gut verwenden. Ich überlege gerade, wie weit außen innen ich das mache. Ich denke, ich mache es ungefähr in der Mitte von meinem Rahmen. So, und schneide mir dann das, was zu lang ist, ab. Ich habe hier aber noch eine Ecke und möchte die auch verwenden. Ich überlege nur, naja, so richtig doll ist es nicht, aber wird schon gehen. Seht ihr das? So, habe ich hier noch eine Ecke. Und ich muss jetzt nur darauf achten, dass mein Klebeband tatsächlich Stoß an Stoß geklebt wird, dass da keine Lücken sind. Ich zeige euch das gleich mal hier an dieser Ecke. Da, wo der Schnitt ist, da ist jetzt keine Lücke. Es ist wirklich direkt aneinander. So, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das reicht nicht ganz. Ich nehme jetzt einfach noch einen Streifen ab. So, und auch hier achte ich wieder, dass es keine Lücke gibt. Und die Ecke kann ich schneiden oder versuchen zu legen. Ich finde es jetzt ein bisschen einfacher, das abzuschneiden und dann nochmal ein Stück zu stückeln. Wobei, ich habe jetzt hier auch noch kürzere Stücke und kann direkt gucken, was ich mir davon abnehme.
Auch hier ist jetzt wieder keine Lücke, es ist Stoß an Stoß. Das ist eben wichtig, damit das, was da reinkommt, so schütteln, dann nicht irgendwie rauskommen kann. Gerade wenn man auch Glitzer verwenden möchte, da sollte man wirklich dann darauf achten. So, ich kann jetzt hier meine Glitzereien, die ich da rein tun möchte, hier drauf füllen. Es ist leider immer noch ein bisschen gewellt. Ich habe es schon gepresst, aber durch die Acrylfarbe ist noch ein bisschen gewellt. Na gut, fangen wir damit an. Ich habe jetzt hier einfach verschiedene Arten von Pailletten. Zum Beispiel hier so weiß-silberne ohne Loch. Ich möchte nicht zu viel reintun und ich habe mir überlegt, das soll alles eher so transparent aussehen, weil ich ja mein Motiv ganz schön finde und das nicht komplett also abdecken möchte, dass man gar nichts mehr davon sieht. Deswegen also habe ich mich entschieden für transparente Pailletten. Hier sind auch noch ein paar so eine Art Mini-Diamanten, die einfach noch ein bisschen Funkeln bringen. Die finde ich ganz schön, weil die halt auch komplett durchsichtig sind. So. Und hier habe ich jetzt noch so ein paar Flocken, irisierende weißliche Flocken, wie so ein bisschen Schnee. Davon ja, nehme ich so ein bisschen. Ja, ich denke, das reicht. Es geht ja nur darum, dass so ein bisschen was gefüllt ist. So, dann kann ich hier mein Trägerpapier vom Kleber abnehmen. So, und kann jetzt vorsichtig meinen Rahmen auflegen und gucke dabei, dass ich wirklich am Rand passend genau übereinander das Ganze auflege. Ich muss jetzt mal leider mein Köpfchen eventuell mit in die Kamera halten. Mir fällt gerade noch auf, hier ist so eine Delle im Papier. Also ich versuche gerade noch mal das ein bisschen zu plätten. Halt nicht bleibt, sondern im Endeffekt dann das Papier mehr oder weniger glatt ist im Hintergrund. So, ich streiche jetzt bei meinem Rahmen einmal wirklich rundherum schön über dieses Klebeband, das Schaum, doppelseitige Schaumklebeband, damit ich weiß, okay, jetzt ist es richtig gut fest und jetzt kann ich dann schon mal anfangen, meine Schüttelelemente ein bisschen zu mischen. Und zu gucken, wie das jetzt hier so funktioniert. Und ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe hier eine gute Menge an Schüttelelementen. Das heißt, es gibt genug, dass man auch schütteln kann. Aber wenn es runterfällt, sieht man tatsächlich das Motiv auch noch schön. Ja, also beides passt ganz gut. Ich sag mal so, ich zeige es euch nochmal so mit ganz viel Schüttelkram. Also es ist eher quasi Flitter als tatsächlich Farbe oder so. Es glänzt ein bisschen, es schimmert, es hat Glitterelemente. Aber man sieht eben das Bild noch. So, da wir jetzt eine Größe haben, die genau für unsere Grußkarte passt, kann ich tatsächlich meinen Kleber direkt auf die Grußkarte kleben. Sonst war nicht immer. Und sage, macht's auf das etwas kleinere Teil. Aber es bietet sich jetzt natürlich an, den Kleber direkt auf die Grußkarte zu kleben, damit ich jetzt hier hinten nicht drauf drücken muss. Und ich versuche jetzt tatsächlich auch ein bisschen flächiger zu kleben, also mehr als sonst. Damit sich mein Papier, was immer noch so ein klein Tick gewellt ist, so ein bisschen an die Karte anpasst.
So, jetzt gucke ich wieder, dass ich das ganz gut gerade habe. Ich überlege mir gerade, dass ich das vielleicht einfach zusammen aufstelle. Und dann nochmal glatt machen. So. Und so sitzt das Schüttelelement ganz gut hier auf meiner Grußkarte. Ich gehe jetzt einfach nochmal drüber, um jetzt wirklich die Klebespuren alle mal nochmal schön fest anzudrücken. Und voilà, die Schüttelkarte mit meinem schönen Hintergrund ist fertig. Entschuldigung für das Wackeln, ich zeige es euch jetzt nochmal so. Hier sieht man noch, dass das Gold ist hier. Ich zeige euch diese Technik, diese Drucktechnik mit Jellyplatte dann auch in einem anderen Video. Natürlich idealerweise vor diesem Video, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Also eventuell auch nach diesem Video mit der Silhouette. Ich habe hier auch noch eine Silhouette gestaltet. Bei dem, ja, wie soll ich sagen, gleichzeitig sozusagen. Das war meine erste Abnahme vom Druck. Da ist halt nicht viel Gold mitgekommen, wie ihr seht. Und dann habe ich einfach nochmal eine dunklere Farbe aufgetragen, nämlich hier dieses Petrolgrün. Und habe versucht, noch mehr Gold mitzuholen. Ja, naja, und so. Ja, habe ich das dann gemacht. Und ich dachte mir, das sind Hintergründe, die für eine Schüttelkarte schön sind. Ich würde jetzt hier unten noch im unteren Bereich vielleicht ein weißes Banner aufkleben mit einem Spruch drauf. Da ich aber nicht wusste, was ich für einen Spruch verwenden möchte, habe ich das jetzt nicht mit zu diesem Video vorbereitet, sondern wirklich einfach nur allein mit erstmal die Schüttelkarte. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Schüttelkarten gehen einfach, also je einfacher die Form ist quasi, desto einfacher kann man überhaupt auch Schüttelkarten machen. Aber es macht immer Spaß und derjenige, der sie bekommt, hat was zu tun und kann gucken und schütteln. Und ja, und gerade wenn so lustige verschiedene Dinge da drin rumschwirren, ist es ganz spannend. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss, eure Peggy.